Paul Klee. Paul Klee ist am 18. Dezember 1879 in München-Buchsee bei Bern geboren. Seine Mutter ist eine Sängerin aus der Schweiz und sein Vater ist ein Musiklehrer aus Deutschland. Paul Klee geht in Bern zur Schule. Er zeichnet schon als Kind gut. Er schreibt Gedichte und spielt Geige. Als junger Mann geht Paul Klee nach München. München ist eine große Stadt in Deutschland. Paul Klee will Künstler werden. Er zeichnet und malt viel. Mit 26 Jahren heiratet Paul Klee Lilli Strumpf. Sie ist Klavierlehrerin. Paul Klee und Lilli leben zusammen in München. Ein Jahr später wird der Sohn Felix geboren. Lilli verdient das Geld für die Familie mit Klavierunterricht. Paul Klee ist zu Hause und kümmert sich um den kleinen Felix. Als Paul Klee 40 Jahre alt ist, wird er Lehrer am Bauhaus in Weimar. Das Bauhaus ist eine Kunstschule. Die Schülerinnen und Schüler können dort verschiedene Sachen lernen. Zum Beispiel, wie man Möbel gestaltet, Stoffe webt und töpfert. Als Paul Klee 52 Jahre alt ist, wird er Lehrer an der Kunstakademie in Düsseldorf. Das ist eine Schule für Künstler in Deutschland. 1933 darf Paul Klee nicht mehr Lehrer sein. Mächtige Politiker in Deutschland mögen seine Bilder nicht. Auch die Bilder von anderen Künstlern mögen sie nicht. Diese Kunst ist den Politikern zu montieren. Sie sagen, das ist schlechte Kunst. Das ist entartete Kunst. Entartet bedeutet nicht normal. Paul Klee geht mit seiner Frau zurück nach Bern. Er zeichnet und malt nun in Bern. 1935 wird Paul Klee sehr krank. Er kann sich nicht mehr gut bewegen. Trotzdem hat er in seinen letzten Lebensjahren über 2000 Bilder gemalt. Klee stirbt mit 60 Jahren am 29. Juni 1940. Er ist heute ein sehr bekannter Künstler. Viele Menschen mögen seine Kunst.